Oder hat jemand eine Direktleitung in dein Zimmer verlegt? Ist er aber doch bei hier drin? Ich will mein Geld. Und zwar jetzt. Ich hab das Geld nicht. Pass mal auf, du Arsch. Wenn ich dich in die Finger krieg, dann mach ich die fertig, ja? Hat aufgelegt. Bist du noch dran? Sag dir, wer gern morgen zur Autogrammstunde kommt, ich mach den sowas von Ali, sag's dir, du. Vielleicht sollten wir die Polizei diesen Kommissar Gaudi zum Hilfe bringen. Ich denke, Polizei ist doch viel zu auffällig. Wir wollen doch dran kriegen und nicht vertreiben. Ach, trotzdem. Nee, lass sie doch nicht aus dem Augen. Außerdem nehme ich ein Fotoapparat mit. Ja, genau, weil er sich von dir fotografieren lässt. Komm, der kennt dich doch, der ist doch nicht blöd. Dinger, ich tue einfach so, als ob ich als guter Freund von dir und deinen Fans ein paar Fotos mache. Also, ich bin niemand, du bist es. Olli? Das im Kino heute. Ich war vielleicht ein bisschen zu hart, aber im Prinzip... Schon gut, schlaf gut. Das könnten wir sein. Bastian, bitte. Er scheint dich ja nicht sonderlich zu berühren. Ich meine, offensichtlich bist du ja schon völlig über unsere Trennung weg. Darf ich einen Moment um Ihre und eure Aufmerksamkeit bitten? Geehrter Schwiegersohn, in meiner Heimat haben wir einen Brauch. Für den Start in das neue Leben bekommt der Bräutigam 3 Schlüssel. Das ist der Schlüssel zu unserer Heimat, zu Korea. Dorthin geht eure Hochzeitreise. Vielen Dank. Auf dem Weg nach Korea können wir ja auch in Kanada Zwischenstation machen. Das ist der Schlüssel zu einem neuen Auto. Es soll dich und deine Familie sicher an jedes Ziel bringen. Vielen Dank. Und das hier, das ist Schlüssel zu einem neuen Wohnung. Groß genug für eine große Familie. Kamsamnida, abonim. We gonna stay together. Oh, das wird ganz schön voll heute im Foxy. Du weißt doch, Autogrammstunde von Tinker. Nein, du weißt natürlich nicht. Ich gehe mich anziehen. Mhm. Bist du gleich weg? Mhm. Oh, dann pass auf dich auf. Eine Beule reicht. Ja.
Guten Tag, Westermeier hier. Frau Silberstein hätte ich gerne. Aha. Können Sie dann ausrichten, dass Sie mich anrufen wollen in meiner Praxis? Dr. Roman Westermeier, ja. Die Nummer hat sie. Gut. Aber es muss unbedingt heute sein, ja? Alles klar. Wiederhören. Tja. Was muss heute sein? Ach, nix. Naja, soll eine Überraschung werden. Eine Überraschung? Ein Geschenk? Ach, sag bloß, du hast doch Theaterkarten für Frankfurt, New York bekommen. Oh, du bist klasse. Ich muss jetzt los. Ich hole dich nachher ab, ja? Ja. Ciao. Jetzt wecken wir noch Mascha und Timmy auf. Ah, Timmy hat ja schon unsere Hochzeit im Nebenzimmer verpennt. Der wacht bald von alleine auf. Oh, bin ich fertig. So eine Hochzeit ist echt anstrengend, aber auch so schön. Und die vielen Geschenke. Jetzt dürfen wir sie doch endlich auspacken, oder? Ach nee, nicht. Es war so ein langer Tag heute. Ich bin echt schon müde. Wirklich? Ich bin jetzt total aufgedreht. Annie, wirst du jetzt wohl nicht einschlafen? Nein, ich mach nur mal kurz die Augen zu, ja? Die drei Schlüssel von deinem Vater? Hochzeitsreise, Auto, Wohnung, total verrückt. Können wir das wirklich annehmen? Wir müssen, wenn wir meinen Vater nicht beleidigen wollen. Die drei Schlüssel sind koreanische Tradition. Ach, hör auf mit Tradition, das kann sich doch kein Mensch leisten. Mein Vater schon, das siehst du doch. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich Maschas Bräutigam solche Geschenke machen müsste. Hoffentlich zieht die sich nie ein Koreaner an Land, sonst bin ich ruiniert. Naja, möchte bloß wissen, wie dein Vater das finanziert. Meinst du wirklich, wir können das annehmen? Wie? Bitte aufs T-Shirt. Und schon einen Verdächtigen? Noch nicht, die sehen alle so gleich aus. Ganz schön mutig von Tinker, dass sie die Aktion unter solchen Bedingungen durchführt. Und kein Wort von dem Verrückten, ja? Was soll ich denn? Schreib einfach gute Besserung. Okay. Tag, Frau Süßkind. Guten Tag. Grüß dich, Olli. Das ist ja unglaublich. Die sind alle wegen Tinker da. Alle sind teilweise ganz schön weit angereist. Wahnsinn. Du aus deiner Tinker wird ja noch ein richtiger Star, Entschuldigung. Da können Sie wetten drauf, ja? Für Eva war richtig, oder? Ja. Oh, Olli! Hä? Was soll das? Ich mach dich fertig. Hilfe! Olli, pass auf, wir haben ein Messer! Olli, sag mal, wie schnell verrückt geworden hast du? Lass dich doch los! Los, die Polizei Olli. Hat... Olli! Kommst du da nur am Abend? Es ging nur um eine Wette, was ich brauche. Ich hab kein Messer, echt nicht! Was hast du mir denn dann in den Rücken gedrückt? Aber bloß eine CD und einen Stift, hab ich! Gib mal bitte her, ja? Komm, ist doch alles in Ordnung. So, was ist denn hier eigentlich los? Olli! Ich weiß es nicht. Eigentlich nichts. Mascha, willst du auf dem Weg zum Flughafen noch bei Bastian vorbei, um dich zu verabschieden? Das schaffen wir nicht mehr. Außerdem glaube ich, ist das keine gute Idee. Im Augenblick tut es ihm eh nur weh, mich zu sehen. Na, wie findet ihr die? Tante Tilly? Könnte eigentlich auch von einer meiner Tanten sein. Ach, Timmy, das nächste Mal bringe ich mehr Zeit für dich mit, ja? Versprochen. Alles Gute für die gemeinsame Zukunft wünscht Ihnen Harry Küster, Bauunternehmer. Der perfekte Kitsch. Ich weiß nicht, so schlecht finde ich die gar nicht, oder? Pff,
Zum Glück haben wir ja auch noch Geldgeschenke bekommen. Das ist in Korea eh so üblich. Also, tschüss. Mach's gut. Na, dich sehe ich ja eh bald in Kanada. Ja. Tschüss. Kommst du? Sag mal, hast du eine Ahnung, wie viel so an Geld zusammengekommen ist? Nö. Dein Vater hat das alles. Ist das denn so wichtig? Paps? Naja, ihr müsst euch jetzt auch beeilen. Ja. Ah, Frau Silberstein. Sie hat mich doch angerufen. Ja, ja. Ich habe gedacht, geh doch einfach mal persönlich bei dem netten Doktor vorbei. Geschäfte macht man doch lieber persönlich als am Telefon. Ja, natürlich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte. Es geht um Diamantohrringe, hat man mir ausgerichtet. Und da habe ich Ihnen zunächst unseren Katalog mitgebracht. Das ist natürlich nur, um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln. An was hatten Sie denn gedacht? Entschuldigung. Ist es für dieselbe Dame, für die Sie damals die Ohrringe gekauft haben? Ich glaube, da liegt ein Missverständnis. Ich will nichts kaufen, ich möchte Ihnen was verkaufen. Moment, ich möchte Ihnen diese Steine hier verkaufen. Aber nur die Steine, Sie müssen sie ersetzen durch Glas oder sowas. Glas? Ja, man darf nicht merken, dass die Diamanten... Sie verstehen schon. Nicht ganz. Also, ich habe gerade einen finanziellen Engpass. Aber ich bitte Sie, das bleibt unter uns, ja? Kristallglas wäre möglich. Für den Laien ist dieser Kristall von einem echten Diamanten optisch nicht zu unterscheiden. Ich verlasse mich da natürlich ganz auf Sie. Und wie viel könnten Sie mir für die Steine geben? Nur für die Diamanten. 8.000. 8.000? Entschuldigung, aber ich habe Ihnen 10.000 dafür bezahlt. Aber mit Fassung. Eine künstlerische Arbeit. Und dann soll ich Ihnen die Steine auch ersetzen. Und das ist mit Kosten verbunden. 9.000. Nein, ist nicht möglich. 8.500. Aber nur, weil Sie mir so sympathisch sind. Sind wir im Geschäft? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Zertifikat. Und ich bräuchte die Ohrringe auch so schnell wie möglich zurück. Bekommen Sie. Aber bis morgen werden Sie sich gedulden müssen. Natürlich. Das hat sich wirklich wie ein Messer angefühlt. Das war total spitz und scharf. Das muss der Stift gewesen sein. Auf jeden Fall ist es nicht unser Mr. X. Das ist bestimmt nicht bei dem breiten Dialekt. Außerdem ist er mit seiner Klasse erst seit gestern in Köln. Weißt du, denke, was das Problem ist? Dass Detmer mich jetzt für völlig durchgeknallt hat. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich will wirklich nicht, dass Sie von den Drohungen erfahren. Meine Mutter dreht durch vor Angst, verstehst du? Ja, ist doch klar. Und ist er dabei? Wie soll ich denn das wissen? Ich hab doch überhaupt keine Ahnung, wie der Idiot aussieht. Ja, vielleicht kennst du irgendjemanden oder hast irgendjemanden schon mal gesehen oder getroffen, ich weiß es auch. Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, wozu das alles gut sein soll. Ach, Tinker, bitte. Der ist doch nicht hinter mir her, der ist hinter der berühmten Sängerin Tinker her. Ja, Tinker, du wirst doch wegen so einem Arsch nicht deine Karriere aufgeben. Willst du wieder zurück ins normale Leben zu Fechner rüber in den Laden? Ja, solange ich mich dann wieder frei bewegen kann, ja. Und warum nicht? Tinker, das ist nicht mehr deine Welt. Na, wie auch immer. Ich muss jetzt zu Maike in den Sender. Ein Sender, warum nicht? Sie will noch eine Sendung mit mir machen. Habe ich das nicht erzählt? Moment. Also Leute, Schluss für heute, Mädels, ihr auch. Was soll das? Im Moment. Es wird denn hier gemocht, wenn ich sage Schluss für heute. Olli, keine Hektik. Ja? Du brauchst mich da jetzt wirklich nicht hinbegleiten. Denke, ich habe als Bodyguard auch eine Berufsehre, ja? Also. Es reicht, wenn du mich beim Sender abholst. Okay? Ganz klar. Also macht ruhig weiter. Danke, Bodyguard. Ciao. So, bitteschön. Guten Appetit. Danke. Hallo. Hallo. Und alles gut überstanden? Ja, sicher, das. Was heißt überstanden? Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Mit Sicherheit.
Um nicht zu sagen, der Allerglücklichste. Soll ich dir was zu essen machen? Nee, ich hab nur schrecklichen Durst. Wie? Karte? Müsste ich eigentlich haben. Aber selbst dazu bin ich zu glücklich. Was hast du denn da? Ich mach dir lieber einen Mineraldrink. Ich liebe deine Mineraldrinks, aber das da riecht so gut. Wenn du willst, kannst du was davon abhaben. Johanniskrautstee. Beruhigt die Nerven. Das hätte ich vorgestern gut brauchen können, vom Standesamt. Ich hab ja wirklich gedacht, Önni kommt nicht mehr. Der Vater sah aus, als ob er uns gleich kollabiert. Danke. Bitte schön. Gar nicht so schlecht. Nach der ganzen Aufregung war das ja gestern richtig gemütlich. Und diese traditionelle Zeremonie, die hatte auch was, oder? Ja, war ziemlich interessant. Warum bist du denn eigentlich so früh weg? Hast echt was verpasst. Tantili und Yong Zu haben miteinander getanzt. Das war ein Bild für die Götter. Ich war einfach nicht so gut drauf. Kannst ja denken, warum. Ich hatte ja gehofft, dass sie euch... Ja, ich auch. Das ist vorbei. Das habe ich in den letzten paar Tagen gemerkt. Dass sie sich nicht mal von mir verabschiedet. Ja, sie dachte, sie würde dir da mir nur noch mehr wehtun. Du ja. Hast du mich gesucht? Was ist denn los? Ich war gerade in Düsseldorf. Bei deinem Vater? Mein Vater war nicht da, aber Sunny hat gesagt, wir haben zu wenig Geldgeschenke von unseren Freunden bekommen. Ja, wir sind doch sonst ziemlich reich beschenkt worden. Eine Wohnung, ein Auto, eine Reise. Ja, das ist es ja gerade. Die Geldgeschenke gehen direkt an den Brautvater, damit er die drei Schlüssel bezahlen kann. Das ist in Korea so üblich. Aber davon hat uns keiner was gesagt. Und jetzt? Jetzt muss er das Restaurant verkaufen. Er ist ruiniert. Lied ich nach der Sendung ab? Mann, eigentlich würde ich dich ja nach Hause bringen, aber ich muss nachher noch die Musiklisten machen. Das kann dauern. Mach dir keine Sorgen. Natürlich holt mich Olli ab. Er wartet am Hintereingang auf mich. Ganz konspirativ. Wie es sich für einen echten Star gehört. Was ist das? Das ist der Song, den wir in London aufnehmen wollen. Das ist erstmal nur die Melodie. Willst du wirklich gleich live singen? Ja, die Welturaufführung nur in deiner Sendung. Oh, Wahnsinn. Leg schon mal ein. Jetzt? Ja, ich möchte wissen, ob er dir gefällt. Ich singe ihn kurz an, ne? Okay. I can still believe. I can't still believe. Yes, it's true, I said I love you endlessly. So promise, boy, I told you finally. Hätte echt nicht gedacht, dass wir doch noch in das Stück gehen. Es war auch gar nicht so einfach, Karten zu kriegen, wie sich das heute Morgen am Telefon angehört hat. Aber wenn wir uns nicht beeilen, dann sehe ich trotzdem schwarz fürs Theater. Schon fertig. Meinst du, ich bin overdressed? Ich weiß nicht. Ich finde dich einfach nur wunderschön. Danke. Deinen Arm? Darf ich bitten? Du wirst heute Abend die atemberaubend schönste Frau im ganzen Theater sein. Nur im Theater? Nein, in ganz Köln. Ja, das will ich auch gemeint haben. Halt, ich habe das Wichtigste vergessen. Komm, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Andrea, ich finde dich perfekt, so wie du bist. Das kann doch nicht wahr sein. Gestern waren sie doch noch da. Die Diamantohrringe, die du mir geschenkt hast, die sind verschwunden. Komm. Aber... Die werden sie schon wieder finden. Roman, hast du vielleicht eine Ahnung, wo die Ohrringe jetzt sind?
Tut mir leid, leider schon geschlossen. Morgen wieder. Tschüss. Olli, Ebert, hallo. Gott sei Dank. Tinka. Olli. Wollt grad los? Ist was ganz Furchtbares passiert in meiner Wohnung. Kannst du bitte vorbeikommen? Tinka, ganz ruhig. Was ist denn passiert? Tinka. Ganz klasse, Olli. Dankeschön. Schönen Bewacher hast du dir da angelacht. Lässt dich einfach so stehen. Aber siehst du, auf mich kann man sich verlassen. Woher weißt du, wo ich bin? Ich sehe dich. Ich bin immer da, wo du bist. Und bald? Bald wirst du da sein, wo ich dich haben will. Tinka. Schon sehr bald. Vielleicht schon heute Nacht. Es wird viel passieren. Fans, aufgepasst! Der Megastar-Band zur 1250. Folge. Jetzt im Handel.